Bleiben Sie mal da, Frau, jetzt wieder geht schon ran. Ah, danke. Hier, Bäckerei und Konditorei, Hinzpeter. Oh, stopp, 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 stopp. Sie sprechen aber nicht mit Herrn Hinzpeter. Sie sprechen mit Herrn Peter Hinz. Der Meister, der sitzt noch in der Badewanne. Na, ist schon heute Sonnabend, ne? Was soll ich ihm bestellen? Nee, tut er nicht. Das ist ein Mann mit Charakter. Tja, dann rufen Sie mal wieder an, wenn er sich abgeschrubbt hat, ne? Wenn er rein wird sein wie ein Engelein, wenn er rein wird sein wie ein Borsten. Du bist ja wannig vergnügt, Peter. Tja, was ein Wunder. Heute Nacht habe ich geträumt, ein Engel stieg vom Himmel runter und hat mir blankes 5-Mark-Stück geschenkt. Also, Peter, warte mal da drauf. Wer hat eben angerufen? Brotmann Dümmelang will die Sahne schnitten Lütter haben, aber dafür 2 Groschen billiger. Na, darauf lässt mein Vater sicher nicht ein. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Oh, ist die Post schon da? Mhm, gerade eben. Du hast ja einen Brief mit der Luftpost, der da. Oh ja, an meine Oma. Was? Von Fritz Hinzpeter aus Bruglin. Das ist doch mein Meister, sein Bruder, ne? Ich denke, der ist tot. Ja, das haben wir ja alle gedacht. Dann will ich ihn mal schnell raufbringen. Nee, 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 was denkst du? So eine alte Frau, die kann vor Freude einen Schlag kriegen. Fällt um und ist tot. Ach wo, Oma will doch 100 Jahre alt werden, damit ihr Bild in die Zeitung kommt. Ja, na, aber dann bring ihr das ein bisschen schon bei, hörst du? Jo. Überhaupt, was fällt mir ein? Oma ist schon eine geborene Engel. Schenkt die mir vielleicht aus Freude die 5 Mark. Jetzt Hinzpeter lässt jetzt auf einmal wieder was von sich hören. Bäckerei und Konditorei Hinzpeter? Ach, Sie sind Frau Langbein. Ja, ja, ich weiß. Die beiden Torten zur Hochzeitsfeier werden heute pünktlich geliefert. Ja, ich weiß, Frau Langbein. Auf der einen soll stehen, dein auf ewig und auf der anderen, die Liebe höret nimmer auf. Oh, Frau Langbein, sowas kann unser Geselle Krüppelin großartig machen. Ja? Na, dann viel Vergnügen heute Abend. Tschüss, Frau Langbein. Na, was hat meine Oma gesagt? Eigentlich nix. Oh, konnte vor Schreck kein Wort rauskriegen, nicht? Doch, ich sagte ganz ruhig. Von dem, den leg ich Mann dahin. Wenn ich volle 16 Jahre auf eine Nachricht von ihm gewartet habe, kann ich mich auch noch so lange gedulden, bis ich meine Tasse Kaffee getrunken habe. Gott sei Dank. Oh, du, warte mal, warte mal. Der hat wohl was mit dir zu tun. Ja. Der ist von deiner Berufsschule. Oh, verflucht. Hast du den Unterricht geschwänzt? Weil viel zu schönes Wetter war, um in der Schule zu sitzen. Na, dann wird dir wohl kein Engel 5 Mark schenken. Oh, Fräulein Hinzpeter, verstecken Sie den Brief doch bis Montag. Sonst komme ich morgen Nachmittag womöglich nicht zum Fußball. Also, ich werde meinem Vater doch nichts verheimlichen. Sie verheimlichen ihm ja auch sonst was, ne? Ich? Was denn? Dass Sie immer mit einem Herrn ausgehen. Woher weißt du das? Hat Krübelin erzählt. Der hat sie sogar schon mit ihm im Lokal von ihrer Mutter gesehen. Ach, guck mal an. Und Karl weiß auch schon, dass der Herr Dübel heißt. So? Oh, meinetwegen. Und was geht Krübelin das an? Tja, wo er doch unseren Meister, sein Schwiegersohn werden möchte. Mensch, du tust ja. Ja, das stand aber in dem Brief, den er an seinen Bruder Hannes in Eutin geschrieben hat. Ach, und den hat er dir gezeigt? Oh, schon nicht, nee. Den hatte er wohl noch nicht ganz fertig, als er runtergerufen wurde. Na, und da hast du den Brief gelesen. Ja, sonst wüsste ich ja nicht, was er alles geschrieben hat, ne? Was denn alles? Aber verstecken Sie erst den Brief. Erst sagst du mir, was er geschrieben hat. Na, dass er sie gern zur Frau haben möchte. Also, was der sich einbildet. Tun was noch? Tja, dass ihre Eltern geschieden sind und dass ihre Mutter nun das Lokal bei Tante Selma hat. Was? Das auch? Ja. Das... Ach, da ist einer. Ja, lauf du los und trag deine Rundstücke aus. Ach du,
Und er vergisst nicht, bei dem Blumenhändler Maschmann vorzugehen. Er hat mir ein paar Blumen versprochen. Ja, ja, aber der Brief! Guten Morgen. Was darf sein? Von der Berufsschule. Oh Mann, der Alte! Moin! Wieso unter vier Augen, Kröpelin? Ne? Erzählen Sie mir nichts von den anderen Gesellen. So was ist in meinen Augen charakterlos. Aber Meister, wie werde ich wohl? Nee, aber was ich auf dem Herzen hab, kann ich Ihnen nicht gut in der Backstube sagen. Hör mal raus damit. Ja, gucken Sie mal. Ich bin ja nur erst 5 Monate hier bei Ihnen. 5 Monate, und, ja, ja. Und wenn ich mit Ihnen auch durchaus zufrieden bin, Kröpelin, aber kommen Sie mir nicht von wegen Zulage. Da sind die Zeit nicht nach. Liebe Ware, von Zulage ist gar keine Rede. Nein, nein, um ganz was anders handelt sich das. Sozusagen in Interesse für Ihr Geschäft. So was hab ich gern. Sie wissen ja noch gar nicht, was ich damit meine. Sie waren damit eben ja auch gar nicht gemein, Kröpelin. Es handelt sich hier um den Brief von Peters Berufsschule. Als sein Lehrmeister und sein Vormund habe ich da mal angefragt, wie der Junge sich in der Schule macht. Er wird in der Schule bestimmt genauso frech sein wie hier. Oh, reden Sie doch keinen Unsinn, Mann. Hier in dem Antwortschreiben steht, der Schüler Peter Hinz ist einer der Besten. Er ist fleißig und aufmerksam, äußerst lernbegierig und kann in seinem Betragen als Vorbild seiner Klassenkameraden dienen. Na, was sagen Sie nun? Ja, ja, ja. Ja, tüchtig ist der Peter, das muss man dem Jungen lassen. Aber um auf das zurückzukommen, was ich gern mal mit Ihnen besprechen möchte, Meister. Schieß endlich los, Mann. Aber wenn Sie lesen, können Sie ja nicht zuhören. Ich lese ja mit den Augen und nicht mit den Ohren. Ja, gucken Sie mal mit, Meister. Andern Mittwoch haben Sie ja 50-jähriges Geschäftsjubiläum. Ja. Gerade am gleichen Tag, an dem Ihr Mudding 80 Jahre alt wird. Richtig, 80 wird es an dem Tag. Aber von wegen großartig Geschäftsjubiläum, da wird nichts draus. Der Rummel wird mich viel zu viel Geld kosten. Und wenn schon, Meister, so schlecht geht das Geschäft doch nicht. Ja, aber was bleibt für einen nach, wenn man seine Lieferanten bezahlt hat? Und dann die Steuern. Naja, und da liegt das Angebot wegen dem neuen Backofen. Und wir brauchen doch einen neuen, so nötig wie mal irgendwas. Und der kostet eine gute 10.000 Mark. Ja, wo soll ich das Geld dafür auftreiben? Meister, denn sollen Sie nur mal zu hören kriegen, was Sie an Ihren Gesellen Karl Pöppelin haben. Ich kann Ihnen ganz leicht das nötige Geld verschaffen. Und das zu ganz lütten Zinsen. Sie? Ja, woher denn? Von meinem Bruder Hanning aus Eutin. Oh, der ist doch auch bloß Flüchtling. Ja, aber er hat im Frühjahr in Fußball-Toto 47.000 Mark gewonnen. Was? So viel? Und im Frühjahr schon? Will er jetzt wohl nicht mehr viel von haben? Was Sie wohl meinen, Meister? Das ganze Geld, so wie er es gekriegt hat, liegt noch auf der Eutiner Kreissparkasse. Ja? Neulich hat er erst zu mir gesagt, Karl, Bruder, hat er gesagt, wenn du dich in Hamburg selbstständig machen kannst, dann tu das. Von meinem Geld steht dir so viel zu, wie du gebrauchen kannst. Sieh sich selbstständig, hä? Will ich gar nicht, Meister. Nee, nee, will ich nicht. Aha. Das gibt nämlich was, das hält mich hier bei Ihnen. So. Ja, gucken Sie mal, Meister. Sie haben ja keinen Sohn, der mal Ihr Nachfolger wird. Ja, ja. Aber Sie haben ein Töchting. Und ich möchte zu gern Ihr Schwiegersohn werden, Meister. Was? Ja. Ihre Gisela gehört meine ganze Liebe. Und ich würde ihr allzeit ein guter Mann sein. Das glaube ich wohl, mein lieber Kröpelin. Aber haben Sie mir nicht mal erzählt, Sie hätten damals in Schwerin eine Braut zurückgelassen? Ja, naja. Marike Damero. Ja. Aber die wollte nicht mit rüber. Die wollte lieber bei ihren Eltern bleiben. Und da haben wir beiden uns ganz toll das Erzürnen gekriegt. Und sie hat mir den Ring vor die Füße geschmissen und hat mir noch ein paar hinter die Ohren gegeben. Oh. Ja, und nun möchte ich zu gern ihre Gisela zur Frau haben. Na ja, warum denn nicht, mein lieber Kröpelin? Ich hab sie ganz gern. Sie sind sparsam und solide, sind fleißig. Verstehen Ihr Handwerk? Ja, 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 ja. Aber dass ich bis jetzt noch nichts davon gehört habe, dass ihr beiden, meine Gisela und Sie, hä? Ja, ja. Ja, ich glaube ja auch nicht, dass Fräulein Gisela da schon so recht was von weiß. Ach, die weiß das noch gar nicht. Das hat er sich noch nie so richtig ergeben. Ich würde ja zu gern, wenn Sie das erlauben, mal so ein bisschen mit ihr ausgehen. Ja, warum denn nicht? Da habe ich nichts gegen. Ja,
Aber sie scheint ja viel lieber mit einem gewissen Herrn Dübel auszugehen. Dübel? Kenne ich nicht. Ist er aus unserem Fach? Nee, ist er nicht. Beim Finanzamt ist er. Okay. Was? Beim Finanzamt? So was hab ich gern, Krüppeli. Sie erlauben sich wohl einen faulen Witz mit mir, was? Nee, Meister, das ist wirklich unverachtlich wahr. Beim Finanzamt. Und mit dem läuft meine Tochter, mein einziges Kind. Dübel soll er heißen? Ja. Also den Dübel soll der Teufel holen? Ach, du bist das. Augenblick mal eben. Was wollte ich mal noch? Den Brief von der Schulleitung, Meister. Richtig. Ach, komm mal her, mein Jung. Komm mal her. Ich bin so verrückt. Da ist ein Brief von deinem Lehrer gekommen. Wonach du, was ich ja nie von dir gedacht hätte, einer der Besten in der Klasse bist. Du bist jetzt hier fleißig und aufmerksam, sollst in deinem Betragen ein Vorbild deiner Klassenkameraden sein. Sowas habe ich gern, mein Jung. Steht da nicht sonst noch was, Meister? Du hörst denn das nicht genug? Ach, von mir aus genügt das. Da soll unser Meister sich wohl über freuen, Peter. Und sowas, mein Jung. Sowas muss belohnt werden. Hier hast du ein blankes 5-Mark-Stück. So. Danke, Meister. Mein Traum hat sich erfüllt. Unser Meister ist ein Engelein. Bäcker und Konditorei ins Peter. Nee. Nichts zu machen, Herr Dünnelang. Auf sowas lasse ich mich doch nicht ein. Ja, ich bin doch kein Wetterhahn, der sich immer noch im Wind dreht. Das merkt sich mal gefälligst. Ja, schön, lass es eben bleiben. Soll ich mein Renommee aufs Spiel setzen? Hab sie eben ins Wasser gestellt. Na du, wer soll die denn haben? Fräulein Hinz, Peter. Hm? Von einem gewissen Herrn. Von einem gewissen Herrn? Ist wohl von einem gewissen Herrn Dübelmeister. Der hat also die Frechheit, meiner Tochter Blumen ins Haus zu schicken. So was hab ich gern. Da werde ich gleich mal ein Stecken vorstecken. Augenblick. 6 Grundstücke. Ja, bedient gerade noch. Seien Sie aber was nachsichtig, Meister. Verderben Sie das nicht ganz um Himmels Willen. Mann, keine Angst, mein lieber Kröpelin. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Sie würden mich zum glücklichsten Menschen machen, Meister. Und wegen dem Darlehen wäre es wohl am besten, Sie geben mir schon heute Nachmittag frei, dass ich... Dass Sie nach Eutin fahren können. Ist gut, Karl, fahren Sie mal ruhig los. Karl hat er schon zu mir gesagt. Meine Tochter. Dann so einer vom Finanzamt. Sowas habe ich gern. Ach, da bist du ja. Weißt du, was ich eben erfahren habe? Ach ja, nicht. Man soll das ja eigentlich nicht für möglich halten. Das siehst du also ein? Ja, na klar. Aber man kann das ja auch verstehen, ne? Nö, kann ich ganz und gar nicht verstehen. Und wieso denn, nö? Guck mal, da scheint die Sonne so schön. Das verlockt dann eben mal dazu, sich lieber an die Elbe so in warmem Sand zu legen. Warm Sand? Ja, wovon redest du eigentlich? Ja, von unserem Peter, weil das der dreht sich hier nicht um Peter, das dreht sich um dich. Um mich? Sag mal, wer ist dieser Herr Dübel? Oh, Mitglied von unserem Schwimmverein. Aha. Du, ich hab dich damals in den Verein eintreten lassen, damit du schwimmen lernst. Aber nicht, um der Herren Bekanntschaften zu machen. Papa, guck mal, wenn wir da so gemeinsam schwimmen, dann kommen ganz von selber diese Gefühle von wegen Liebe und so. Dann war das Wasser eben nicht richtig temperiert. Bei bloß 5 Grad über 0 können einem solche Gefühle nicht kommen. Also von dieser Liebschaft aus der Badeanstalt will ich nichts mehr hören. Papa, Dietlef ist so ein netter Mensch. Er wird dir schon gefallen. Mir soll einer vom Finanzamt gefallen. Mama mach ihn auch ganz gern. Deine Mutter? Wir kennen ihn auch schon? Ja, wir sind schon oft bei ihr gewesen. Gisela, ich hab dich damals von deiner Mutter weggeholt, weil ihr Lokal nichts für ein junges Mädchen ist. Ach, damals, Papa. Damals war ich auch noch ein dummes Ding. Oh, das ist doch schon so lange her. Ja, klar, dass da so bei Lüttnern gedacht werden muss, dich zu verheiraten. Aber... Man, keiner vom Finanzamt. Was kann der mir schon nützen? Dir nützt? Wieso denn dir? Ja, Gisela, ich will da bloß mit sagen, dass ich so bei Kleinen an einen Nachfolger zu denken habe.
Und weil du dann leider kein Junge geworden bist, ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, einen Bäcker zu heiraten. So, so. Sozusagen zur Erhaltung der Dynastie Hinzpeter bis ins dritte und vierte Glied. Oh, bloß deswegen also, aha. Und wen zum Beispiel? Wenn du nicht bloß Augen für diesen Herrn Dübel hättest, da hättest du schon längst gemerkt, dass mein bester und tüchtigster Geselle Kröpelin sich in dich verliebt hat. Was? Mhm. Diesen mickerigen und trödbüdeligen Mann? Oh Gott, Papa, nö. Ja, was heißt denn hier mickerig? Ja, glaubst du vielleicht, ich bin in meinen jungen Jahren hübsch gewesen? Sowas kommt bei einem Mann erst im Mittelalter. Ich lass aber nicht von meinem Detlef. Gisela, du kennst mich. Wenn ich zu was erstmal nee gesagt habe, wird dann nie ein Ja draus. Nie! Dafür bin ich ein Mann, der weiß, was er will. Licht immer noch. Ach so, ein Taschentuch holen. Verdammt ich nochmal. So was? Oh, Detlef! Moin, mein Lüttenschieder. Detlef, du riskierst es hier einfach so reinzukommen. Tja, dazu sind wir doch berechtigt. Detlef, gerade eben ging mein Vater da raus. Ja, hoffentlich kommt er auch bald wieder da rein. Du wünschst dir das bloß nicht. Er hat eine schändliche Wut auf dich. Die hat man oft auf uns, du. Er weiß, wie wir beide zueinander stehen. Na ja, mal muss er das doch erfahren. Aber er will, ich soll einen von unseren Gesellen heiraten. Bloß weil er Bäcker als Nachfolger für sein Geschäft braucht. Tja, ja, da muss ich deinem Vater recht geben. Was? Das sagst du selbst. Ja, aber dafür komm bloß ich in Frage. Du bist doch kein Bäcker. Nee, das nicht. Aber als ich aus der Schule kam, habe ich nicht gleich Verwaltung gelernt. Nicht? Was denn? Bäcker und Konditor. Ist das wahr? Detlef! Und du glaubst, du verstehst noch was vom Backen? Gelernt ist gelernt, du. Das soll mein Papa aber nur wissen. Nee, bloß nicht. Detlef, also wenn du vom Fach bist, du, dann sehe ich die ganze Welt mit anderen Augen an. Du, nicht gleich die ganze Welt. Das genügt schon, wenn du mir in die Augen guckst. Detlef, was war das? Ach, das war wohl nichts. Komm. So was hab ich gern. Naja. Dann ist ja nichts mehr im Weg, ne? Papa, darf ich bekannt machen? Nicht mehr nötig. Sie sind also dieser gewisse Herr Dübel. Ganz recht, Herr Hinzpeter. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Dann sollen Sie mich aber auch gleich so kennenlernen, dass Ihnen die Freude vergeht. Oh, Papa, ich... Still! Sie haben Ihre Unverfrorenheit am Leib, das ist das Ende von weg. Erst schicken Sie meiner Tochter Blumen und dann haben Sie Kühnheit, sich hier noch blicken zu lassen. Was? Ich Blumen? Gisela, von wem hast du... Nee, die sind doch von dem alten Opa Maschmann. Ja, weil ich seine Brieftasche gefunden habe. Ja, haben die Blumen Glück, dass ich sie nicht gleich aus dem Fenster schmeiße. Sie haben aber weniger Glück. Herr Hinzpeter, ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aha. Und dann knutschen Sie meine Tochter ab. Man soll immer das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, ne? Das Abknutschen war denn ja wohl das Angenehme. Und das Nützliche? Ist für den Star. Ich komme als Betriebsprüfer. Ja. Betriebsprüfer? Ja. Und ausgerechnet Sie müssen das sein, den man mir auf den Hals schickt. So was hab ich gern. Sie wollen nun also hier bei mir rumschnüffeln. Sie. Tja. Ist doch die beste Gelegenheit, mal festzustellen, wie das um meinen zukünftigen Schwiegervater steht. Zukünftigen Schwiegervater? Aber jetzt denk doch bloß mal. Als er aus der Schule kam, da ging er nicht gleich in die Mama. Das ist mir völlig wurscht, wo er hingegangen ist. Du gehst in meinen Laden, Wilde. Aber da ist doch gar keiner. Dann gehst du rein, bis hier ist einer drin. Oh, nee. Sie wollen also meine Bücher prüfen. Na, schön. Tja, wir haben 1954. Ich muss wohl bis 50 zurückgehen. Was? Hauptsache, dass Sie selbst bald wieder weggehen. Oh, Herr Hinzpeter, Herr Hinzpeter. Da werde ich wohl einen ganzen Tag für brauchen. Was denn, ganzen Tag? Den ganzen Tag soll ich Sie hier vor Augen haben? Ja. Nee, wenigstens nicht hier drin. Einen Moment mal, im Augenblick, das haben wir gleich. Peter! Mal auf, los! Da können Sie sich aber darauf verlassen, mein Lieber.
Hey! Da können Sie sich aber drauf verlassen. Bei mir, da finden Sie nichts. Ein Mann wie ich lässt sich nichts ankommen. Hör zu, Peter, zieh im Esszimmer den Tisch aus, damit dieser Herr Dübel Platz genug hat. Ach, Sie sind Herr Dübel? Ja. Ach, das freut mich aber. Tja, willst du machen, dass du rauskommst? Dass du mir alle Stühle rausstellst, hörst du? Ja! Aber, Hinz-Peter, ein Stuhl werden Sie mir doch wohl lassen. Stehen Sie, Mann. Ich muss bei meiner Arbeit auch stehen. Ja, wem erzählen Sie das? Aber vielleicht bekommen Sie eine bessere Meinung von mir, wenn Sie erfahren, dass ich, als ich konfirmiert wurde... Ihr Privatleben geht mich nichts an. Ja, tun Sie das, wofür Sie das hohe Gehalt kriegen. Junge. Will er mir womöglich noch seinen ganzen Lebenslauf erzählen? Meister, denken Sie mal, er war vorhin hier, dieser... Der ist noch hier und er bleibt doch den ganzen Tag hier. Den ganzen Tag? Ja. Ich habe mit eigenen Augen ansehen müssen, wie der unverschämte Kerl Fräulein Gisela geküsst hat. Ich auch. Sie können mir nur wohl nachfühlen, wie mir nur zumute ist, wo ich bei den beiden bestellten Torten bin, auf den stehen soll, dein auf ewig und die Liebe höret nimmer auf. Keine Sorge, mein lieber Kröpelin, diese Liebschaft zwischen den beiden hört auf. Fahren Sie mal nachher ruhig nach Eutin, mein lieber Karl. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Meister. Sie sind ein Mann, der weiß, was er will. Ja. Mein lieber Karl, hat er nun schon gesagt. Will ich denn mal noch? Was will ich denn mal noch? Ach so, Zigaretten holen, sowas Dummes. Dass du mir hübsch im Laden bleibst, hörst du? Ja, Papa. Nee, lass mal, mein Junge. Ich bring das allein rein. Wenn Sie aber mal was auf dem Herzen haben, mein von wegen Fräulein Gisela, dann wenden Sie sich mal vertrauensvoll an mich. So, kann ich das? Hm? Klar. Aber vor unserem Meister müssen Sie sich in Acht nehmen. Das ist ein Mann mit Charakter. Mir scheint, er ist ein banniger Dickkopf. Das ist doch dasselbe. Und noch einen Rat will ich Ihnen geben. Sehen Sie zu, dass Sie die alte Oma kennenlernen. Die hat nämlich noch immer das Sagen hier im Haus. Ja, aber die soll doch schon schwerhörig sein. Ja, das meint man. Aber was sie nicht hören soll, das hört sie doch. Da ist sie schon. Ich höre ihren Krückstock. Bombs, Bombs, Bombs. Zu mir ist jemand nett und freundlich. Können Sie gleich mal gewahr werden? Bitte, Frau Hinz-Peter. Hast du überhaupt nichts anderes zu tun, wie da rumzustehen? Ja, gut, geh ja schon. Schönen guten Morgen. Wer sind Sie denn? Ach so. Mein Name ist Dübel. Detlef Dübel, Frau Hinz-Peter. Wie heißen Sie? Dübel? Hm? Natascha Gedien. Ich bin geborene Engel. Ja, das haben mir Ihre Enkelin schon erzählt. Ach, Sie sollen ja nun bald 80 werden, nicht? 80, ja. Nächste Woche um 12. Schönes Alter. Ja, meine Großmutter ist sogar 96 geworden. Ja. Ist vergangenen Herbst gestorben. Was, mit 96 schon? Hm? Ich will 100 werden. Denn muss ein Senator herkommen, um mir gratulieren. Ja, warum sollten Sie die 100 wohl nicht vollkriegen, liebe Frau Hinz-Peter? Sind ja noch so rüstig. Gehen zweimal in der Woche ins Kino, hat Gisela mir erzählt. Ja, das tue ich auch. Dann nur was war das eben? Wer hat Ihnen das erzählt? Gisela. Woher kennen Sie die denn? Ach, wir sind ja beide Mitglieder im Schwimmverein. Ach, bloß schwimmen. Oh, da ist sie ja. Ich soll ja eigentlich nicht aus dem Laden, nicht? Was sollst du nicht? Nicht aus dem Laden. Papa will wohl nicht, dass ich mit Herrn Dübel zusammen bin, Omi. Ja,
Ja, warum denn nicht? Ich bin ja auch mit Ihnen zusammen. Das ist doch ein ganz netten Menschen, nicht? Gar nicht, Omi. Oh, und wir haben uns so lieb, nicht, Detlef? Ja, die Liebe. Das ist das Einzige, was nie aus der Mode kommt. Leider ist Gislas Vater dagegen. Was ist er? Papa will nicht, dass wir mal heiraten, Omi. Ach, dein Vater, der weiß doch nie, was er will. Du, Tim, was ist er denn? Ich bin beim Finanzamt. Ah, ja, da ist er jetzt noch. Aber da braucht er ja nicht zu bleiben. Ja, doch, denn ist er doch Beamter. Wenn er erst mal tot ist, kriegst du eine schöne Pension. Na, nun guck mal an, woran die liebe Oma nicht alles denkt, ne? Du, aber Papa will, ich soll unseren Gesellen Krübelin heiraten. Omi, was sagst du bloß dazu? Dein Vater hat einen Knall. Das ist für heutzutage doch überhaupt keine Mode mehr. Dass ein Vater was darüber zu bestimmen hat, wen die Tochter heiraten soll. Hörst du das, Detlef? So spricht meine alte Omi. Du, ist ja eigentlich zu bewundern. Ne? Was heißt denn hier zu bewundern? Was denken Sie eigentlich, ich bin schon tüdelig? Ach, ich bin noch lange nicht tüdelig. Das merken Sie sich, Omi, Mama. Omi, so hat Detlef das doch gar nicht gemeint, nicht, Detlef? Nee, ganz gewiss nicht. Ich wollte damit bloß... Was denn? Gisela, dein Vater! Du sagst nun, ich sollte dir ein Kissen ins Kreuz stopfen, nicht, Omi? So ist gut, nicht, Omi? So ist es so schön, nicht, Omi? Omi, du meinst Omi, ne, Omi? Hab ich dir nicht gesagt, du solltest dich im Laden aufhalten? Ja, wenn Omi doch was ins Kreuz haben wollte. Was? Komm, oder? Bist ein bisschen runtergekommen? Was gibt's denn? Du musst alles aufstellen, dass Giselas Mutter herkommt. Heute noch. Giselas Mutter? Hierher? Mhm. Warum denn? Ja, wegen dem Brief doch, den ich heute Morgen gekriegt habe. Was hat Giselas Mutter dir denn zu schreiben? Ja, wer sagt denn was von Giselas Mutter? Ja, du, dass sie kommen soll. Ach, ist mir doch nicht eingefallen. Hör doch besser zu. Der Brief kommt aus Amerika. Mit der Luftpost sogar. Aus Amerika? Du, doch nicht von Fritz. Na ja, von wem denn sonst wohl? Glaubst du, mir schreibt der amerikanische Präsident? Der Fritz lebt also doch noch. Ja, das muss er ja wohl. Tote können ja nicht mehr schreiben, ne? Guck mal an, nach all den langen Jahren endlich mal wieder ein Lebenszeichen von ihm. Er schreibt, er will zu meinem Geburtstag kommen. Er will sogar fliegen. Du, da muss er sich aber gut stehen. So eine Reise kostet ja allerlei Dollars. Was steht denn noch in dem Brief, Mutter? Wo hast du ihn denn? Ach ja, den habe ich oben in meiner Kommode. In deiner Kommode? Ach, dann kann ich ja immer runterholen. Hey, du hast an meiner Kommode gar nichts zu suchen. Ich gehe an deine Sachen ja auch nicht bei, ne? Ach so, du meinst, das ist wohl besser, wenn ich nicht alles zu lesen kriege. Ja, ich weiß ja, wie mein Herr Bruder über mich denkt. Aber was habe ich ihn denn getan? Ist das nicht unser Vater gewesen, der ihn damals mich hier im Hause haben wollte, als das rauskam? Bäckermeister Hinz-Peters Sohn Fritz hat sich an den Verbandsgeldern vergriffen. Soll denn das nun noch alles? Euer Vater ist doch für den Schaden aufgekommen. Ist Vater damals, ja. Und sein Sohn Fritz ist heimlich ausgekniffen. Gleich rüber nach Amerika. Und das Mutter hätte er nicht gedurft, seine Braut hier einfach so im Stich zu lassen. Das muss er doch gewusst haben, wie das damals schon um sie stand. Ja, da hast du als sein älterer Bruder gemeint, du wärst der Bessere von euch. Weil nun hast Selma so Hals über Kopf zu deiner Frau gemacht. Ach. Um unsere Familienehre nicht noch mehr Misskredit zu bringen, ich habe sozusagen das Kreuz auf mich genommen. Ja, weil ich mir sagte, wenn das Kind kommt, muss es doch einen Vater vorweisen können. Na, der soll sich immer mal blicken lassen. Ja, er schreibt, wenn ich den Brief in Händen habe, dann sitzt er wohl schon im Flugzeug. Ach du, dann kann er ja nur jeden Tag hier antreffen. Darum sage ich doch, du sollst zusehen, dass Selma so schnell wie möglich herkommt. Was soll die denn dabei? Das begreife ich nicht. Nee, das glaube ich dir. Och, bis du was begreifst. Da gehört mehr dazu, als einen alten Hund das Singen beibringen. Fritz weiß nämlich, dass ihr beiden wieder geschieden seid. Na nö. Ja, er hat da drüben in Brooklyn, ja, im plattdeutschen Verein Herbert Lafrenz kennengelernt. Lafrenz? Ach, der Sohn vom Seifenhändler Lafrenz hier um die Ecke. Und ausgerechnet den muss Fritz kennenlernen. Ja, wo
wo Amerika doch so groß sein soll, ne? Jedenfalls hat Fritz nur aufrichtiges Verlangen, Selma wiederzusehen. Kann er doch gern. Geht mich doch nichts an. Geht ihn nichts an, sagt der Mann. Also, sag mal, an Gisela denkst du, das kommt wohl überhaupt nicht, was? Mensch, das ist ja richtig. Dann kriegt Gisela das womöglich von ihm zu wissen, wie sich das mit ihr in Wirklichkeit verhält. Und das darf sie nicht wissen, Mutter. Das soll sie nicht wissen. Nie, niemals. Was, wenn das nicht von Anfang an mein Reden gewesen ist? Und das muss eben mit ihrer Mutter alles noch rechtzeitig besprochen werden. Das wird nicht so einfach für mich sein. Ja? Nee. In all den Jahren, seit wir nicht mehr Mann und Frau sind, sind wir beiden uns immer hübsch aus dem Weg gegangen. Weiß bald nicht mehr, wie sie überhaupt noch aussieht. Soll sogar sehr gut aussehen. Ja? Naja, das ist ja auch nicht zu verwundern, ne? Hat ja auch keinen Mann, an den sie sich krank ärgern muss. Nein. Und nun ist die Hauptsache, die Gisela fährt gleich hin und holt sie her. Du wirst sehen, sie lacht mir was. Überhaupt, wenn sie zu hören kriegt, was los ist. Ach, das braucht man ihr ja nicht gleich auf die Nase zu binden. Ja, aber hier muss sie es doch dann zu wissen kriegen, Mutter. Und da gehe ich nun schon jede Wette drauf ein. Der Fritz ist ihr sogar von Herzen willkommen. Jawohl. Allein, um mir eins auszuwischen. Du dir immer so ausklamüsterst. Da kann man sich direkt über ärgern. Meinst du denn, sie wird ihn nun noch heiraten? Nun noch? Warum denn nicht? Wenn er mit dem Dollarsmann so um sich schmeißen kann? Man braucht doch nicht nach seinem Geld zu gucken. Ihr Lokal ist eine Goldgrube. Nun sieh zu, dass Gisela endlich hinkommt. Ja, nun soll sie das. Bloß damit du gewahr wirst, wie recht ich habe. Augenblick, mein Mensch. Wo ist mein? Augenblick. Gisela, komm doch mal eben rein. Ja, was soll ich denn? Lieber, du musst dich anziehen, du sollst zu deiner Mutter fahren. Zu Mama? Sie soll herkommen. Sie möchte mal so gut sein und herkommen, nicht? Hierher zu uns? Ja. Soll alles stehen und liegen lassen, sagt ihr Mann. Meinetwegen kannst du eine Taxe nehmen. Boah, da brauche ich doch nicht hinzufahren. Mama hat doch jetzt auch schon Telefon in ihrer Wohnung. Ich weiß die Nummer. Und ich weiß nur, woher die vielen Ortsgespräche kommen. Ja, was soll ich ihr denn sagen? Sag ihr, Mann, wir hätten hier was Wichtiges mit ihr zu besprechen, Herr Hein. Ja, und das ließe sich am Apparat nicht so sagen. Von mir aus. Na? Ja, aber was ist denn? Na? Es meldet sich keiner. Dann lass den Klönkassen bei deiner Mutter mal noch ein bisschen bimmeln. Die schläft gewiss noch. Wenn unser eins hoch muss, geht deine Mutter ja erst zu Bett. Mama? Oh, moin, Mama. Hier ist Gisela. Du, Mama, ich soll dir bestellen, du möchtest so gut sein und so schnell wie möglich mal herkommen. Ja, hierher zu uns. Nee, hier ist nichts passiert. Omi ist ganz mobil. Ach, das ist aber nett von Selma, dass sie gleich nach mir fragt, ne? Mir hält es ja nicht für nötig zu fragen. Natürlich ist Papa auch hier. Aber er meint, das ließe sich nicht so gut am Apparat sagen. Was? Er soll sich an den Hut fassen. Da hast du das. Ach, du hast ja gar keinen auf. Mama, was redest du denn von wegen keine 10 Pferde? Wenn ich mir das nicht gleich gedacht habe. Mama, nun tu das doch bitte. Mir zuliebe. Ach ja, komm mal. Ja, ist gut. Ja, tschüss, tschüss. Na, ja, was ist denn nun? Kommt sie oder kommt sie nicht? Sich das noch mal gründlich überlegen. Dann weiß man ja schon Bescheid. Ja, und wenn denn erst nach 5? So lange will sie mich also zappeln lassen aus purer Bosheit. Sowas hab ich gern. Und ihr wollt mir nicht sagen, was ihr mit Mama vorhabt? Gisela, komm mal her. Guck mir mal in die Augen. Ja, Papa? Und sag mir mal, bin ich dir nicht jederzeit ein guter Vater gewesen? Ja, Papa. Ach, was verwöhnt hast du sie? Kannst du dir einen besseren Vater wünschen als mich? Nee, Papa, ganz bestimmt nicht. Ja, das wollte ich mal bloß hören. Du, aber das darfst du nicht von mir verlangen. Ich lass nicht von meinem Ding leben. Ey, wo kommt die der mir wieder mit diesem Dübel vom Finanzamt? So was hab ich gern. Mann. Luft rein? Ja, ja. Wenn mein Vater von seinem Mittagsschlaf hochkommt, dann sagt Peter uns Bescheid. Du? Hm. Der Junge ist in Ordnung. Hm. Du, dein Zettel hat er mir ganz heimlich zugesteckt. Hast denn auch alles lesen können, was ich so schnell hingeklärt habe? Na, ich hab ordentlich gestaunt, du. Mein Schieder
Hat also einen Dollar, Onkel. Ja, du, und stell dir mal. Komm her. Ja. Und der kommt nun zu Omis Geburtstag. Das ist aber auch alles, was sie mir sagen wollen. Aber mir ist so, als freut mein Vater sich überhaupt nicht auf das Wiedersehen. Nicht? Du bist doch sein eigener Bruder. Na eben. Aber ich ahn ja auch schon, warum nicht. Stell dir mal vor, dieser... Hey, Schieder. Ach so. Ja. Also dieser Onkel Fritz, verstehst du, der war das schwarze Schaf in der Familie. Der soll mal eine große Dummheit gemacht haben. Und meine Mama, die soll schon fest mit ihm verlobt gewesen sein. Was? Mit dem Bruder von deinem Vater? Ja. Der hat sie einfach sitzen lassen in ihrem Unglück. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Ja, wenn ich mal ein bisschen Grips so zusammenkratze, denn ja. Ach, und da hat dein Vater denn deine Mutter geheiratet? Ja. Aber da kann ja was nicht ganz stimmen. Ich habe mal den Trauschein von meinen Eltern in die Finger gekriegt. Nur darauf konnte ich ja sehen, wann die beiden geheiratet haben. Und ich bin knapp 5 Monate später zur Welt gekommen. Wie reimt sich das zusammen? Oh. Dann ist also Bäckermeister Hinzpeter bei Licht besehen zu der einen Hälfte dein Onkel und zu der anderen Mann bloß dein Stiefvater? Ja, du. Aber dass ich das weiß, das darf er niemals zu wissen kriegen. Du nie. Ja. Tja, du. Nur wo sein Bruder aus Amerika kommt, da hat er vielleicht Angst. Der kann sich auf sein Recht als Vater berufen. Ja, wer weiß. Oh, was? Du, das kann er nicht. Nun, weswegen soll denn sonst wo Mama herkommen? Du, hoffentlich krieg ich sie auch noch zu sehen. Oh, bist du denn immer noch nicht fertig mit deinem Ollen prüfen? Gisela, was ich mach, das mach ich genau. Oh, nun mach das mal nicht zu genau, ne? Drück mal hier und da ruhig mal ein Auge zu. Du? Das musst du schon mir zuliebe tun. Nee, Gisela. Zwischen Liebe und Betriebsprüfung, da ist sowas wie eine eiserne Mauer. Aber oh, da kommt einer. Oh. Ach, nee. Ach, Mann, das ist Peter doch mal bloß. Ja, bin ich mal bloß. Wo ist mein Vater, Peter? Geheime Kabinettssitzung. Hä? Ist eben mit Zeitung und Brille ins Badezimmer gegangen. Ach, du willst die beiden Torben zu Langbeens bringen. Warte mal. Dann kannst du gleich die Rechnung mitnehmen. Hier, die habe ich schon quittiert. Ja, stecken Sie mir die mal in die Tasche. Hey, du hast ja schon einen guten Anzug an. Tja, warum auch nicht? Der Meister hat gesagt, wenn ich dies weggebracht habe, bin ich frei für heute und kann die 5 Mark auf den Kopf hauen, die er mir geschenkt hat. Was? Die hast du von meinem Vater geschenkt gekriegt? Ja, wegen dem Brief von der Schule. Dafür hat er dir 5 Mark geschenkt, weil du den Unterricht geschwänzt hast. Nee, für den Brief doch nicht. Der kommt wohl erst Montag. Aber nicht wahr, Fräulein Hinzpeter, den lassen Sie heimlich verschwinden, nicht? Ach nee, du, das kann ich ja nun nicht einfach so machen. Mann, zu. Nee. Peter, bist du immer noch nicht los und bringst die bestellten Torten weg? Ich wollte gerade losgehen. Und Sie wollen ja nur auch los, ne? Dann kommen Sie mal gleich mit raus. Nee. Geh du mal zu. Tja, ich meine, weil der Laden vorne ja schon dicht ist und Fräulein Hinzpeter uns rauslassen muss. Du hast doch gehört, dass du gehen sollst. Dann komm mal, Peter. Sonst rufen Langbeens womöglich noch an. Ja, dann müssen sie doch zweimal auf uns zuschließen. Tu doch nicht nötig. Ich kann doch gleich mitkommen. Tschüss. Ja, Sie wollen also Ihren Bruder in Eutin besuchen? Ja, Fräulein Gisela. Mhm. Ja. Ich habe ja von Ihrem Vater einen Auftrag gekriegt. So, ein Auftrag? Ja, ja. Das handelt sich um ein Darlehen, was ich von meinem Bruder Hanning, Ihrem Vater, verschaffen will. Darlehen? Wozu das denn? Ja, weil wir doch so nötig den neuen Backofen brauchen. Und Ihr Fadding das Geld ja nicht auf dem Dutt hat. Ach so, deswegen also. Aha. Und Sie wollen mir nun wohl also als Tschüss sagen, nicht? Denk gute Reise, Herr Krübelin. Oh. Ach, Frau Gisela, da ist noch was.
was ich Sie gern wissen lassen möchte. Ja, aber Sie werden gewiss den Zug verpassen, Herr Kröbelin. Nee, nee, nee. Ich habe noch einen Berg Zeit. Sie müssen nämlich wissen, Fräulein Gisela. Ich bin kein Mensch, der das so mit glatten Worten raus hat. Das liegt mir nicht. Ach, dafür verstehen Sie ja Ihr Handwerk umso besser. Ja, das darf ich wohl sagen. Ach ja, die beiden Torten, die Peter nun wegbringt, die sind ja direkt ein Gedicht geworden. Ja, nicht wahr? Mhm. Ach, ich kann das auch eins zu Ihnen sagen, was auf der einen steht. Dein auf ewig. Oh, wieso denn zu mir? Fräulein Gisela, wenn Sie sich das mir gegenüber auch noch nicht so deutlich haben anmerken lassen. Was denn? Das. Dass ich Ihnen nicht so ganz gleichgültig bin. Wie können Sie denn sowas denken? Bin ich also nicht. Oh, Gisela. Oh, sind Sie denn unser bester Geselle? Da können die beiden anderen noch nicht antippen. Ja. Ja, sind morgens der Erste in der Backstube, abends der Letzte. Ja. Ja, bloß Sie allein von unseren Gesellen beweisen Interesse fürs Geschäft. Ja, ja. Ja, na also, wie sollen Sie mir da wohl gleichgültig sein? Also, das ist meine Mama. Die will wohl nicht kommen. Hallo? Nee, den haben Sie aber falsch gewählt. Hier ist die Bäckerei und Konditorei Hinzpeter. Ach, bitte, bitte. Tschüss. Warten, du. Was, Sie sind noch hier? Ich denke, Sie sind schon längst auf dem Bahnhof. Ja, ja. Fräulein Gisela und ich, wir hatten noch was zu besprechen. Reisende Leute soll man nicht aufhalten, Gisela. Ach ja, dann kommen Sie mal, Herr Kröbelin. Ich lasse Sie dann nach vorne raus. Ja, 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 ja. Also wegen was der Mann mich nur eben so wütend angeguckt hat, das verstehe ich nicht. Du, Omi? Na? Omi, denk dir mal, was ich eben von Kröbelin zu hören gekriegt habe. Papa will sich von ihm Darlehen verschaffen. Was sagst du, was will dein Vater? Er will sich Geld von Kröbelins Bruder pumpen. Und bloß um nur einen Backofen aufstellen zu können. Will sich das Geld durch einen von seinen Gesellen beschaffen? Mhm. Das ist eine gediegene Idee von deinem Vater. Na, jetzt weiß ich auch, warum Papa so gern will, dass ich diesen Kröbelin heirate. Mann, danke. Sag mal, wer war das eben? Ich hab doch das Telefon bimmeln hören. Oh, falsch verbunden. Deine Mutter war das also nicht? Nee. Die wird nun wohl schon unterwegs sein. Tja, los dich nach hierher. Wie könnt ihr denn sowas sagen, Papa? Ihr habt euer Vergnügen an, einen warten zu lassen, bis man schwarz wird. Und wenn sie nun doch kommt, die denkt da im Traum nicht dran. Da gehe ich jede Wette drauf ein. Da will ich 8 Tage lang nichts weiter essen als meine alten trockenen Rundstücke. Ich wollte damit ja nur sagen, dass ich das denn für richtiger halte, wenn du dich erstmal unsichtbar machst. Was, unsichtbar? Und das hier in meinem eigenen Haus? Na, sowas hab ich gern. Unsichtbar. Was ist das bloß immer mit Papa? Wie kann er bloß immer so abfällig von Mama reden? Na, von wem redet er denn nicht abfällig? Der eine hat einen schlechten Charakter, der andere hat einen schmutzigen Charakter und der dritte, der hat überhaupt keinen Charakter. Los, er hat Charakter. Oh, Mama! Was? Du, Mama ist hier draußen. Na? Der muss er nun ja doch seine trockenen Rundstücken runterwürgen. Können ihm auch nichts schaden. Ach, ist ja noch gar nichts drin. Oh, wie schön, dass du doch gekommen bist, Mama. Ja, das hat aber auch eine wannige Überwindung gekostet, das kannst du mir glauben. Ach, da sitzt sie ja, die Oma. Tag, Oma. Ach, mein Selma. Na, wie geht uns das denn? Oh, danke, Selma, mir geht das gut. Ja, solange ich noch nicht selber merke, dass ich schon tüdelig bin, macht mir das Leben noch Spaß, ne? Wie schön, Oma. Ja. Hier habe ich dir einen Pott mitgebracht für deine Fensterbank. Oh, danke, Selma. Du, ist ja eigentlich noch ein bisschen zu früh, ne? Omi meint, weil sie ja erst nächsten Mittwoch Geburtstag hat. Ihren 80. sogar. Aber das weiß ich doch. Kriegt sie eben noch einen. Och, Selma, wenn du dich schon wieder in Unkosten stürzen willst, nimm mal lieber einen Lüttenkarton mit Seife, ne? Na ja, der riecht ja auch.
auch und man hat länger was davon, ne? Ja, sollst du haben, Oma. Ah, das sind von Petutanien, ne? Ob komm, Gisela, lass der mal auf den Schreibtisch, ne? Ja. Ach, schön. Hier, komm, aber vorsichtig, komm, Augenblick, 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 leg mal das Papier unter, dass es kein Kringel gibt auf der Politur, ah, ne? Ja, Oma. Ach, und du, Mama, leg doch bitte auf. Nee, 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 nicht das lange ablegen. So ein großes Verlangen, mich hier länger als nötig aufzuhalten, habe ich weiß Gott nicht. Ach, gut. Ach, Mama. Tün doch nicht selber. Komm, setz dich hier zu mir auf das Sofa, ne? Was ist denn? Was hast du, Kind? Mama, kannst du doch wohl denken, wie mir jetzt zumute ist. Nach so vielen Jahren bist du heute mal wieder hier. Wie oft habe ich mir das gewünscht? Du möchtest wieder zurückkommen zu uns. Oh, Mama! Und Papa ist immer so alleine. Was, er allein? Als wenn ich nicht auch noch da bin. Und lass das heulen nach Gisela, denk an den Kaffee. Ja, Omi. Und dann bringt dein Vater das Mann schon bei, ne? Dass er seine Wette nun doch verloren hat, ne? Ach ja. Hätte ich bloß mit ihm um ein schickes Kleid gewettet. Also, dass ich daran nicht gedacht habe, das kann mich jetzt direkt ärgern. Um was für eine Wette handelt es sich denn? Ach, das ist nicht der Rede wert, Selma. Komm, setz dich hierher zu mir. Ja, ja, kann ich ja tun. So. Du siehst eigentlich immer noch gut aus, ne? Findest du? Ja. Ja. Ein bisschen nachhelfen muss man ja schon. Aber dass du dich nicht schon längst wieder verheiratet hast, das verstehe ich nicht. Ich? Wozu das denn, Oma? Guck mal, ich habe einen Papagei, der sagt jeden Tag dasselbe. Ich habe einen Hund, der liegt den ganzen Tag auf der Couch. Und ich habe einen Kater, der treibt sich jede Nacht rum. Wozu brauche ich denn noch einen Mann? Ja, du, aber nun sag mal, warum habt ihr mich hier bestellt? Ach, Selma, du ahnst ja gar nicht, was hier gespielt wird. Denk dir bloß mal an. Na nun, ist das Hein? Seit wann klopft er denn bei sich selber an? Ja, er kriegt das manchmal. Ja, du komm doch rein, Mann. Was soll denn nun so ein Blödsinn? Och, der ist das bloß. Sie, Herr Düvel. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich stören sollte, aber... Ja, und denn mit den Büchern? Der kann ich mir schon denken, was Sie hier machen. Oh, tu bloß meine Pflicht, Frau Hinzpeter. Tag auch. Tag, Herr Düvel. Aber sowas am Sonnabendnachmittag? Man soll auch mal das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Das Nützliche für den Staat liegt da. Ja, und das Angenehme, das kann ich mir schon denken. Sind in dieser Angelegenheit Sie, Frau Hinzpeter? Oh, hast gehört, Oma. Er denkt, wer die Tochter haben will, muss sich an die Mutter halten. Und? Ja, Herr Düvel ist wirklich ein netter Mensch. Das habe ich heute Morgen gleich gemerkt. Warum auch nicht? Finanzbeamte sind auch Menschen. Ja, die Sache ist nämlich die. Nächsten Sonntag, da feiert meine Schwester ja Verlobung. Und naja, da kommt dann ja die ganze Familie zusammen. Schon, das wäre dann ja die beste Gelegenheit, Gisela mit meinen Verwandten bekannt zu machen. Ach, und nun möchten Sie gern, dass Giselas Eltern einverstanden sind. Meine Eltern meinen, das gehört sich so. Oh Mann, dann ist man bei Ihnen zu Hause aber noch bannig altmodisch, ne? Ja. Das Beste ist, Herr Düvel, wenn Sie mit Giselas Vater sprechen. Nicht, Oma? Aber Hein kann ihn mal nicht riechen, das ist das Mann. Ja, ist auf eine Art ja auch zu verstehen, wenn Sie ihm hier in die Papiere gucken wollen. Und ich glaube doch, er kriegt noch mal eine bessere Meinung von mir. Ja. So leicht ändert der seine Meinung, ne? Aber wissen Sie was, Herr Düvel, Sie müssen mal so rein privat herkommen. Ja, nicht wenn das so eine große Verlobung werden soll, dann gehört doch auch allerhand von Konditor dazu, ne? Und das bestellen Sie einfach bei meinem Sohn. Ja, das könnte nicht zum Schaden sein, Herr Düvel. Nee, das geht nun leider nicht. Ja, bei solcher Gelegenheit, da mache ich nämlich zu gern mal wieder beweisen, dass ich nicht umsonst 4 Jahre lang in der Backstube gestanden und mein Handwerk noch nicht verlernt habe. Was, Sie, Herr Düvel? Das ist mir ja ganz neu. Sag mal, was hat er eben gesagt? Was war das? Eben Bäcker hat er gelernt. Ja. So, denn sind Sie also noch zu was Vernünftigerem zu gebrauchen. Sowas, ne? Psst. Mein Vater kommt die Treppe runter. Oh, dann lassen Sie sich das andere mal von Gisela erzählen. Ja,
Was soll ich denn erzählen? Dass er backen kann. Ja, stell dir doch mal vor, er hat ja sogar ein Diplom dafür gekriegt. Ein paar Fonblöhm hätte ich kriegen. Da komm heim ja endlich. Ja, Hein, was ist denn nun? Willst du selber nicht erstmal vernünftig guten Tag sagen, wie sich das gehört? Ja, sollte ich wohl nicht. Guten Tag, Selma. Guten Tag, Hein. Das, Selma. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Kann mich jedenfalls nicht mehr darauf besinnen. Aber ganze 9 Jahre. Du hast mich herbestellt, Hein? Ja, das heißt Mutter vielmehr. Ach so, Mutter also. Ja. Und warum? Augenblick mal jetzt. Gisela, nimm mal deine Tasse und lass uns allein. Oh ja. Gehst aber in dein Zimmer rauf, hörst du? Natürlich, Papa. Ja. Ja, Selma, dann setz dich mal erstmal wieder hin, ne? Ja, Selma, setz dich doch bitte erstmal wieder hin. Ja, danke. Also für gewöhnlich fragt man seinen Besuch ja erstmal, wie es ihm geht. Das kann man Selma ja ansehen. Dir aber auch, Hein. Ja, aber was ist denn nun? Ja, ich nehme an, Mutter hat dir schon was davon gesagt. Nee, hab ich nicht. Du hast den Brief doch in der Tasche. Ach so, ja, den Brief. Ja. Bitte. Hier, den lies Mama, dann weißt du, warum das geht. Ich den lesen, Oma? Ja, aber der ist doch an dich. Ach so, von dem. Nee, ich glaube nicht, dass mich das was angeht. Ja, das glaube ich aber doch. Fritz will doch nun kommen. Ja, soll er meinetwegen. Was habe ich nur noch mit dem Mann zu kriegen? Ja, aber wir nehmen an, er wird sich um deine Tochter kümmern wollen. Um Gisela? Ja. Schreibt er das? Das du gerade nicht, aber könnte man Gisela nicht schnell noch so ein bisschen wegschicken, Mutter? Wegschicken? Zu meinem Geburtstag? Sonst fehlt dir wohl nichts, was? Habe ich eben nicht dran gedacht, Mutter. Das kann ich mir denken. Das würde ihr doch auffallen, wenn sie ihren Onkel Fritz aus Amerika nicht sehen sollte. Hast ja recht, Mutter. Das ist aber ein Wunder, dass du das mal zugibst. Wieso hat der Mann ein aufrichtiges Verlangen, mich wiederzusehen? Sollte er denn vergessen haben, was er mir damals angetan hat? Ja, er weiß ja nun, dass du schon lange wieder frei bist. Na also. Wie soll ich das verstehen, Hein? Ja, ich meine, er wird in all den Jahren wohl allerlei Dollar zusammengerafft haben. Er kann also einer Frau schon was bieten. Selma hat vorhin selber gesagt, sie braucht gar keinen Mann. Dafür hat sie einen Hund und einen Kater und einen Papagei. Überhaupt, wissen wir denn, ob Fritz nicht schon längst verheiratet ist? Ja, in diesem Brief steht doch nichts von drin. Aber in seinem letzten, kurz vorm Krieg, da hat er geschrieben, dass er sich verheiraten wollte. Ja, das stimmt, Oma. Das hast du mir damals erzählt. Mit einer kinderlosen Witwe. Sollte schon 10 Jahre älter sein als er. Ja, und nun meint Mutter, und der Gedanke ist gar nicht mal so dumm von ihr. Mann, was heißt hier gar nicht mal so dumm von mir? Denkst du eigentlich, ich bin schon tüdelig? Ja, du, ich bin noch lange nicht tüdelig. Das nur, merkt ihr mal, rein wir alle mal. Oh. Nun streitet euch doch nicht. Ach, Oma. Oma. Du, was hast du denn gemeint? Vielleicht ist Fritz in seiner Ehe ja kinderlos geblieben. Und nun denkt er, wenn er sich hinter die Mutter klemmt, du willigst ein, dass er Gisela nach drüben holt. Ja, aber was kann man dagegen machen? Dass Gisela das von ihm nicht zu wissen kriegt, wie sich das mit ihr verhält, da kommt das jetzt drauf an. Und das eilt sogar, Selma. Hast doch gelesen, wenn ich den Brief in Händen hab, ist er schon unterwegs nach hier. Und ganze 17 Stunden braucht man bloß so ein großer Brummer von New York nach hier. Ja, aber dann kann er ja schon in Fulsbüttel gelandet sein. Ja, oder ist mit der Taxi unterwegs oder ruft von da erstmal bei uns an. Da, was hab ich gedacht? Oma, richtig nicht auf, richtig nicht auf. Was? Aus Eutin verlangt, aus Eutin.
Eutin. Wieso fliegt der denn nach Eutin? Ja, du sollte der Kröpelin da angekommen sein? Was? Der ist doch vorhin erst aus der Tür gegangen. Das ist auch wieder wahr. Ja, Heinrich Hinzpeter. Wer? Frau Kröpelin? Ach so, Sie sind die Schwägerin von meinem Gesellen Karl. Nee, der ist schon unterwegs. Ja. Was? Eine große Überraschung kam sie für ihn? Ja, dann grüße ihn doch schön von mir und ihren Mann auch unbekannterweise. Ja, danke, danke, danke. Ach, war es da nicht für. Nee, nee. Ja, schön. Ja, tschüss so lang. Tschüssing. Mhm. Sag mal, was für eine große Überraschung kann das wohl sein? Du, Hein, Oma meint, dass wir am besten, wenn wir Gisela nun gleich rein Wein einschenken. Das soll ihr nur gesagt werden? Weswegen ist Selma denn hergekommen? Und sie als Mutter. Ja, begreift ihr denn nicht, was das für mich zu bedeuten hat? Wie stehe ich denn da? Auch nicht anders als nu. Die setzt sich womöglich was in den Kopf. Oh, wie soll sie denn auf so eine vogelige Idee kommen, wo sie gar nicht mal von dir abstammt? Ja, Hein, du, das glaube ich nur auch nicht, dass Gisela sich das so zu Herzen nimmt. Sehr mal, wie du das fertig kriegen willst, ihr das jetzt einzugestehen, das kann ich nur nicht verstehen. Aber Hein, das muss doch nun mal sein. Oh, ich habe gar nicht mehr viel Zeit. Nee, wir haben noch eine Sitzung wegen der Getränkesteuer. Einen Augenblick mal. Gisela! Gisela, komm doch eben mal runter! Hätte ich dich deren doch bloß heute Mittag weggeschickt. Weggeschickt? Und wenn Fritz denn morgen kommt? Wenn der doch bloß nicht kommen wollte. Ach, nicht kommen wollte, nicht zu meinem Geburtstag. Er ist doch auch mein Sohn, genau wie du. Und was das für ein Gefühl ist für eine Mutter, ihr Kind nach so langen Jahren wiederzusehen. Das weißt du wohl nicht, ne? Ich bin ja auch keine Mutter, ne? Keine Mutter, keine Mutter. Bei dir hat das ja nicht mal zum richtigen Vater gelangt. Das ist ja nur vorne, hör mal. Ja, Gisela, hör mal zu. Ich muss alles sagen, aber ich geh schon rein. Oh, Bäckerei und Konditorei Hinzpeter? Wie bitte? Nee, das habe ich nicht genau verstanden. Ach so, christliches Hospiz Esplanade. Soll wohl einen neuen Kunden kriegen. Wer? Mr. Hinzpeter, ausprobieren! Was ist das? Oscar, ja, der schon hier ist, der in Hamburg war. Komm, ja. Ich will mit ihm reden, gib mir da ein. Mein Giefel an den Gürtel. Der Typ, komm, probieren! Danke, wiederhören. Denkt euch mal, Onkel Fritz ist eben im christlichen Hospiz abgestiegen. Lässt uns durch den Portier einen schönen Gruß bestellen. Er will uns morgen Vormittag besuchen. Bestellt uns das durch den Portier. Was ist das? Fritz ist in ein Hotel gegangen? Ja, bei euch ist dem Mister das wohl nicht komfortabel genug, Oma. Oder will er sich natürlich mit Dicke tun? Kommt nach so vielen Jahren wieder zurück und sein erster Weg ist nicht zu seiner Mutter. Na, der kriegt ja vielleicht morgen von mir den Marsch geblasen. Das ist dein Herr Sohn Fritz, Mutter. Also Gisela, hör mal zu. Was ich muss dir was sagen. Detlef, was hast du denn? Herr Hinzpeter, entschuldigen Sie, dass ich stören muss, aber... Sie stören ganz und gar nicht. Mir ist im Augenblick alles puttegal. Na, so puttegal, ich weiß nicht recht, Herr Hinzpeter. Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Und haben du wirklich was gefunden? Na ja, so einer wie Sie, der findet ja immer was, wenn er will. Wenn es mal lausige 5 Groschen sind. Ja, aber Sie irren sich, Herr Hinzpeter. Das handelt sich diesmal nicht um lausige 5 Groschen. Das sind es eben lumpige 5 Mark. Da hat so ein Mann von heute Morgen an bist du gesucht und gesucht. Und denkt wunder, was er bei seinem hohen Gehalt dem Staat für einen vollen Dienst geleistet hat. Ist doch nicht zu sagen, sowas. Nur hören Sie doch mal zu, Herr Hinzpeter. Sie doch endlich mal zu Wort kommen, alter Sabbelheini. Ja. Reden Sie schon, Herr Betriebsstübel. Herr Hinzpeter. So heiße ich ja wohl. Seit dem Jahr 1950 bis nun sind das insgesamt 4.833. Ja, aber nun hören Sie mich doch mal an. Das willst du meinem Papa antun? Wo ist er? Ja, aber dieser allein mal dicht bei. Frau Hinzpeter, dann hören Sie mich doch bitte an. Die 4.833 Mark, die sind zu viel bezahlt worden. So. Nun ist das endlich raus. Ist das wirklich wahr? Schau mal, was vor der See. Hab ich richtig gehört? Oder bin ich doch schon tüdelig? Ja, Omi! Was bin ich? Nein. Ich meine doch, das müssen Sie Papa doch zurückbezahlen. Ja, na klar. Ach, Detlef. Papa, was sagst du nun?
Das soll dein Vater wohl die Sprache verschlagen. Ja, wenn er mal jeden Tag sowas zu hören kriegt. Dann bin ich hier im Haus nicht so viel von ihm zu hören. Selma, beinahe 5000. Zu viel! Ja. Das kommt mir fein zu Pass. Ja, oh. Und da wäre nun der Staat mit über den Deich gegangen, nicht Oma? Ja, hätte der liebe Gott nicht den Teufel geschickt. Na, Inspektor, haben Sie nun eine bessere Meinung von mir? Die beste, die ich von Ihnen mal haben kann. Ja, nicht, Papa? In Ihrer Eigenschaft als Finanzbeamter natürlich. Aber diese Liebschaft zwischen Gisela und Ihnen ist sinnlos. Geh mal weg von ihm. Ach so, denn sinnlos, Hein? Wie kannst du denn sowas sagen, Papa? Der Kinder begreift ja das denn nicht. Ich brauche doch einen Schwiegersohn, der auch am Backtrost stehen kann. Und dafür bin ich nicht zu gebrauchen, meinen Sie? Sie? Zum Backen? Ja. Sie? Ja, wie die kleinen Kinder in der Sandkiste. Nee. Backe, backe, nee. Oh, Papa, 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 Papa. Oh. Sie schon? Moin, moin. Moin. Was hast du denn da am Fenster rumzufummeln? Damit er das bloß von außen aufziehen braucht und dann reinsteigen kann. Wer denn? Herr Düvel. Herr Düvel? Und das durchs Fenster? Ja, vorne können wir jemanden schlecht reinlassen. Könnte ja von oben gesehen werden. Also kommt er von hinten über den Hof und hier rein. Tschüwoll. Warum denn aber? Will heute Morgen dem Meister doch mal beweisen, wie fein er backen kann. Hier bei uns? Das hast du wohl geträumt, du. Nee, wir haben uns gestern Abend getroffen und auch alles besprochen. Du hast Herrn Düvel getroffen? Ja, als ich aus dem Kino kam. Und wissen Sie, wo er mit mir hingegangen ist? Na? Zu Tante Selma. Bei meiner Mutter ist er mit dir gewesen. Also das wird ja immer schöner. Ja, Ihre Mutter war leider nicht da. Aber wissen Sie, wer da war? Na, wer denn? Oh, Fräulein Inspektor, das ahnen Sie ja nicht. Nee, das können Sie auch gar nicht ahnen. Halten Sie sich lieber fest, sonst setzen Sie sich platt auf. Da, da ist Herr Düvel schon. Also wahrhaftig, wie so ein Einbrecher, das ist doch wohl nicht zu sagen. Hier, Peter, nimm mal hin. Ja. Oh Gott, Detlef. Moin, meine Schieder. Detlef, was machst du denn bloß für Geschichten? Du, ist dein Vater schon auf. Nee, das ist er wohl noch nicht, aber steig lieber wieder raus, Detlef. Was, ich? Ich hab Peter dir doch noch nicht alles erzählt. Ja. Bist du bloß? Dass wir bei Tante Selma gewesen sind, aber noch nicht mit wem wir da zusammen waren. Also mit wem denn nun schon? Ja, nun pass mal auf. Da kam gestern Herr ins Lokal rein, ne? Der ging gleich an Tresen ran, ne? Ja. Ja, und fragte das Buffet-Fräulein, ob er Frau Selma Hinzpeter sprechen kann. Ja. Wir saßen nämlich an dem Tisch dicht daneben. Ja. Ja, und als sie dann zu ihm sagte, kann angehen, dass die Chefin vielleicht noch kommt, da setzt er sich zu uns an den Tisch. Ich dachte, Mensch, versuch doch mal, ob du dessen Namen rauskriegen kannst. Und hab mich dann vorgestellt. Ja, ich mich natürlich auch, ne? Gestatten Peter Hinz. Und da lachte er nicht, Herr Düvel, und sagte, oh, Peter Hinz, my name is Hinzpeter. Hinzpeter. Du wusstest ja Bescheid, du. Das war wirklich mein Onkel Fritz aus Amerika. Ja, und dann habe ich ihn so nach und nach so richtig ausgefragt. Ja, ja so ja. Ganz schlau, wie einer von der Mordkommission. Ne? Na und, Detlef? Ja, das kriegst du gleich alles zu wissen. Peter, sei so gut und mach in der Backstube alles klar. Ja, ist doch schon alles. Ofen ist auch schon angeheizt. Na, wozu denn, Detlef? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Schieder, wie soll ich dann dein Vater sonst überzeugen? Tja, und holst da die beste Gelegenheit zu. Kein Geselle im Haus. Na, und der Meister geht sonntags doch nicht runter. Na, also. Ach, Peter, nimm das hier schon mit runter. Ja. Ich konnte mir zum Glück heute Morgen noch eine Konditorjacke und eine Mütze besorgen. Bloß weil du auf so einen verrückten Einfall gekommen bist. Hm? Haben Sie denn auch an Ihren Lehrbrief gedacht? Habe ich rausgesucht, jawohl. Und hab dies auch noch gefunden. Mein Diplom. Ich habe damals für mein Gesellenstück den ersten Preis gekriegt. Den ersten? Hm. Oh, guck an. Was ist denn Ihr Gesellenstück gewesen, Herr Düvel? Hm. Sonnengroßer Baumkuchen. Und wer hat damals mit im Prüfungsausschuss gesessen? Na? Na? Sowas hab ich gern! Ja, mein Vater, das ist doch wohl nicht zu glauben. Tja, ne? Los, mal zu, Peter. Dann geht's los. Mein Detlef, das kann ja nicht
gut ging, was du da vorhast. Du, da hält eine Taxe vor der Tür. Was? Komm, Mr. Hinzpeter, schon in the morning time. Du, da soll mich ja nicht gleich sehen. Nee, du. Das ist meine Mama. Was? Na, Gott sei Dank. Oh. Wenn wir jetzt verheiratet sind, dann sage ich vielleicht Gott sei Dank, wenn sie wieder gehen. Das ist aber eine Überraschung. Ja, du. Was? Herr Dübel ist schon wieder da. Morgen, Herr Dübel. Morgen, Frau Hinzpeter. Verschont das Finanzamt die Menschen nun nicht mal mehr am Sonntagvormittag? Heute will ich mich mal prüfen lassen. Oh. Bitte. Danke. Oh, Mama, bist du gestern Abend noch mal in deinem Lokal gewesen? Ich? Nee. Ich war aber da. Als Gast. Nicht dienstlich. Bei mir hätten Sie auch keine zu viel bezahlten Steuern feststellen können. Du, Mama, ja, und weißt du, mit wem Detlef an einem Tisch gesessen hat? Na? Mit Mr. Hinzpeter aus Brocklin. So, so. Zu mir war also sein erster Weg. Ja, hat zu mir gesagt, heute kriegt er endlich mal wieder seine alte 80-jährige Mutter zu sehen. Und, ja, und für ihn gäbe es auch noch was anderes, was er wieder in Ordnung bringen wollte. Wie man das wohl verstehen soll, nicht, Mama? Ja, wer weiß, nicht? Ach, Herr Dübel, ich möchte gern was mit meiner Tochter besprechen. Natürlich, Frau Hinzpeter. Ich muss ja nur auch ran, von wegen. Backe, backe, Kuchen. Schön, dass du heute schon wiedergekommen bist, Mama. Ja, ich wollte bloß mal eingucken. Ich denke, dein Vater und Oma schlafen wohl noch, nicht? Ach, ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Möchtest eine Tasse Kaffee? Ach, die könnte nicht schaden, du. Ja, du, dann komm mal eben mit in die Küche. Nee, Gisela, bloß nicht erst großartig frühstücken, du. Also, Gisela, bevor Mr. Fritz Hinzpeter hier eintrifft, du, da muss ich dir was sagen, was mir als Mutter alles andere als leicht fällt. Und was ist das? Ach, eigentlich solltest du das ja nie zu wissen kriegen, Gisela. Aber das hilft nur nichts, du. Das muss nur sein. Fällt dir das so schwer? Oh, das kann ich dir aber sagen, mein Kind. Hat es was mit dem Besuch von Onkel Fritz zu tun? Ja, Gisela, das hat es. Du, hör mal zu, mein Kind. Bevor dein Vater mich zur Frau nahm, da war ich schon 2 Jahre mit seinem Bruder verlobt. Und der hat dich dann sitzen lassen, als ich schon unterwegs war. Was? Das weißt du. Ich weiß alles, Mama. Seit wann denn? Oh, schon seit ein paar Jahren. Oh, wer hat dir das denn erzählt? Die alte Tante Tine, kurz vor ihrem Tod. Die alte Schludertasche. Oh, ne, Gisela, du hast das alles gewusst und hast deine Mutter das nie merken lassen. Nee, Mama. Oh, süße Dinge. Oh, Mama. Ach, ja. Also, wenn ich gewusst hätte, dass du mir das so leicht machst, dann wäre ich doch nicht mit dem leeren Magen aus dem Haus gegangen. Nun will ich aber erstmal ordentlich frühstücken. Kommst du nachher denn nochmal wieder? Ach, wozu denn? Ja, willst du denn Onkel Fritz aus dem Weg gehen? Du, wenn der dich denn in deinem Lokal aufsucht. Ach ja, hast auch wieder recht. Nochmal sehen, mein Kind, ne? Du, Mama, und noch was. Papa soll das aber auch jetzt nicht zu wissen kriegen. Dass du schon alles lange gewusst hast, ist wohl besser was. Lass ihn mal in dem Glauben, dass er dein richtiger Vater ist. Du, das muss ja so mancher Vater glauben, ne? Aber Mutter, was du dir um mein Geld bloß für unnötige Gedanken machst. Unnötige Gedanken um Geld? Unnötige Gedanken um Geld, das gibt das ja gar nicht. Ganz egal, ob ich nur was rausrücken soll oder ob ich was zu kriegen habe. Ja, und ich habe ja diesmal was zu kriegen. Beinahe 5.000 vom Finanzamt. Du denkst auch, das bringt die dir morgen früh ins Haus, ne? Du, das wollen wir mal sehen. Diesmal drehe ich den Spieß um. Komme ich Ihnen genauso, wie Sie unsereins immer kommen. Innerhalb 4 Wochen. Widrigenfalls Säumniszuschlag. Und das sind dann bei mir 10%. Ja. Morgen, Papa. Moin. Oh. Morgen, Omi. Morgen, Gisela. Sag mal, wo kommst du denn her? Oh, ich hab bloß mal eben die Nase aus der Tür gesteckt. Och, Papa. Ich muss dir mal ganz tüchtig um den Hals fallen. Oh, mein Herr. Papa. Omi.
Mimi. Und diesem ahnungslosen Geschöpf wolltet ihr gestern den Glauben an mich brutal aus dem Herzen reißen. Was soll denn nun so ein Tünkram? Gisela ist in ihr... Tünkram nennst du das? Sowas hab ich gern. Aber das sage ich dir, Mutter. Sollte mein Bruder Fritz das wagen, auch bloß so heimlich anzudeuten, wem Gisela ihr Leben in Wirklichkeit verdankt? Mutter, dass die 5 Minuten später der Krankenwagen vor der Tür. Dass du dich nun schon so aufregst. Warte, da kann man sich direkt überärgern. Lass Fritz doch erst mal hier sein. Vielleicht ist er ja drüben in Amerika in all den Jahren ein ganz anderer Mensch geworden. Der glaubt doch das nicht. Vielleicht ist er doch in der glücklichen Lage, dir die nötigen Dollar auf den Tisch zu legen. Von ihm? Nicht einen Cent? Da müsste ich mich ja für charakterlos halten. Nee, lieber schickst deinen Gesellen los, nicht, dass der dir das Geld beschafft. Ja, war denn das nicht ganz richtig? Du, das ist dann eben eine Anleihe. Ist im geschäftlichen Leben doch immer so. Du brauchst dir aber gar nicht einzubilden, dass Gisela diesen Kröbelin heiratet. Ach, so ein Dröhnbüdel. Der ist gerade der richtige Mann für sie. Sie ist lebendig, hat Temperament. Da muss der Mann das Gegenteil sein. Es ist wie Pöck und Pan durch die Luft. Herr Dübel gefällt dir aber besser und mir auch. Herr Dübel, was soll sie, die dies hier alles mal übernehmen soll mit dem Finanzbeamten? Das frage ich dich. Sag mal, was ist denn das da? Ja, wo kommt der Rauch denn her? Das muss unser Schornstein sein, der da qualmt wie doll. Unser Schornstein qualmt? Wie? Omi, ich muss wohl bei Kleiner ans Mittagessen gehen. Ja, ja. Was macht Onkel Fritz denn gern? So, ja, das lass mich mal machen. Das Essen soll nicht schmecken. Du, der Schornstein raucht hier. Ja, aber was der vorher von seiner Mutter zu hören kriegt, das wird er nicht so schnell verdauen, dieser alte Rumtreiber, der kacke Sache. Oh. Papa, guck doch mal. Na? Da steht einer vor der Tür. Wo? Soll das wohl Onkel Fritz sein? Fritz? Moment. Ja, Gisela, du, das ist er. Also pass auf, du lässt ihn rein, aber mach nicht gleich zu freundlich, wenn er die Taschen auch noch so voll Dollar hat. Nee, Papa, ich bin vornehm und reserviert, ganz damit. Und dann sorgt dafür, dass Oma uns nicht gleich auf die Pelle rückt. Ja, Papa. Wer soll mir mit seinen Dollars mal imponieren wollen? Tja, sowas hab ich gern. Hallo. Gisela. Ja? So habe ich mir dich vorgestellt, genau so. Es war Onkel Fritz. Ja. Komm mal rein. Ja. Da sitzt... Steht. Da steht ja mein Bruder Hein. Und da kommt er ja, mein Bruder Fritz. Lass dich umarmen, Bruder Hein. Willkommen in der Heimat, Fritz. Willkommen auch in unserem Elternhaus. So, nun setz dich erstmal, bitte. Danke. Und du, mein Dern, weißt ja Bescheid. Ja, Papa. Papa, sagt sie zu dir? Papa? Ja, was soll sie denn sonst zu mir sagen? Bei uns in Amerika sagt man Daddy. Ach so. Nun ja, warum auch nicht? So. So, Fritz, nun wollen wir erstmal... Stop a moment. I drink nix. Nix? Ja, meinetwegen nicht. Sag mal, Fritz, was bist du eigentlich da drüben in Brooklyn? Hast du da ein Geschäft oder eine Fabrik, oder? Ich bin weiter nichts als Clark bei Coolman & Brothers. So, Sag mal, was ist denn das? Ja, hier sagt man dazu Beerdigungsinstitut. Ach so. Na, jedenfalls musst du so beim Einkuhlen ganz gut verdient haben, wenn du dir so großartig die Reise durch die Luft erlauben kannst. Das Geld hat Mr. Coolman als Vorschuss für mich bewilligt. Das ist doch sehr nett von ihm. Ist ja nicht gerade billig, so hin und zurück mit so einem Stratoclipper. Ja, bloß für nach hier. Zurück werde ich wohl mit dem Frachter fahren müssen, wenn mein lieber Bruder Hein nicht das Ticket für mich bezahlt. Ach so. Naja, jedenfalls ist es nett von dir, dass du zum 80-jährigen Geburtstag unserer Mutter mal rübergekommen bist. Auch aus einem anderen Grund. Ein. Ja, ich weiß. Ich weiß, weil du gern dabei sein willst, wenn ich am gleichen Tag Geschäftsjubiläum habe. Aber von wegen großartig feiern, du, da wird nichts draus. Kann dir ja auch egal sein. Du trinkst ja nichts. Boah. Hein, nicht nur deswegen kam ich her. Ja?
Ich habe hier sozusagen eine Mission zu erfüllen. Sieh mal, wenn man so wie ich Tag für Tag so 6 bis 10 Beerdigungen vornehmen muss, dann kommt einem unwillkürlich der Gedanke, ob man in seinem Leben wohl immer alles gut und richtig gemacht hat. Alles gut und richtig, ja. Das kann leider nicht jeder von sich sagen, Fritz. Genau das wollte ich von dir hören, Hein. Denn auch du... Ja, wieso denn ich? Wir reden doch von dir. No, nun wollen wir mal von dir sprechen. Von mir? Ja, was soll ich wohl nicht richtig gemacht haben? Hein, als ich hörte, dass Selma und du geschieden seien... Ja, du, das sind wir ja seit 9 Jahren. Sie hat nur ein schönes Lokal und ja. Scheffelt man... Ja, aber wo? Auf St. Pauli. In einer Gegend... Du, hör mal zu, Fritz. Du musst mich aber auch nicht dauernd unterbrechen. Sowas kann ich auf dem Tod nicht leiden. Auf St. Pauli ist das ganz recht. Ich kenne das Lokal. Ich bin gestern Abend da gewesen. Was ist das? Du bist zuerst da hingegangen und nicht hierher zu deiner alten Mutter? Naja, hat Selma dich denn gleich wiedererkannt? Sie war gar nicht da. Du, dann hast du auch nichts versäumt, ich will dir mal sagen. Du brauchst dir da gar keine Hoffnungen zu machen. Aber Hein, es geht hier doch nicht um mich, sondern um dich. Was? Schon wieder um mich? Also sowas habe ich gern. Hein, ganz gleich, was damals zwischen euch beiden gewesen ist, dennoch möchte ich als dein Bruder dir den Rat geben, kommt wieder zusammen. Werdet wieder Mann und Frau. Aber was ist das? Du willst mir raten, Selma wieder zu heiraten? Du? Ja, hör mal, kommt von drüben angeflogen mit gepumptem Geld, um mir so einen Ratschlag zu geben. Du, sowas hab ich gern. Bedenke doch ein, allein schon wegen Gisela. Sie wird doch dauernd zwischen euch hin und her gerissen, hat nicht Tag für Tag ihre Mutter um sich. Dafür hat Gisela ja mich, ihren Vater. Und was mein Kind von mir hält, das glaubst du gar nicht. Ja, nein. So, und jetzt möchte ich gern unsere Mutter wiedersehen. Unsere Mutter, die sollst du nur zu sehen kriegen. Du, sie hätte schon längst reinkommen sollen. Augenblick mal, ihr Fritz. Mutter! Mutter! Du, sag mal immer zu allem Ja und Amen, das ist das Beste. Und lass ihr, Augenblick mal, erstmal die Gläser wegstellen, weißt du, das sieht so komisch aus. Und lass ihr nicht merken, dass sie schon so ein bisschen tüdelig ist. Ja, ja, du, sie wird gleich an dir rumnörgeln. Tut sie bei mir ja auch. Und wenn das mal bloß der Schnips ist, der hier nicht gerade genug sitzt. Pass auf. Herr Gisela, das ist ja auch nicht nötig, dass der Staubsauger hier mitten auf dem Gang liegt. Omi, ich bin ja noch beim Esszimmer. Beim Esszimmer, das kommt doch immer zuerst an der Reihe. Also heute Morgen. Das habe ich dir 100 Mal gesagt. Ja, du hörst ja mal wieder nach dem, was man dir sagt. Meine liebe alte Mutter. Dein Schlips sitzt schon wieder schief. Also, doch gediegen, dass der Junge sich den richtig umbinden kann, nicht? Du guck auch gleich mal nach, ob er sich den Hals gewaschen hat, Mutter. Ja, nun hutst du, Mann. Wenn ich bei euch beiden nicht immer so Acht gegeben hätte, wärt ihr ja rumgelaufen wie die Vagabunden. Was ist denn nun? Willst du deiner Mutter nicht erstmal ordentlich guten Tag sagen, wie sich das gehört? Oder ist das keine Mode bei den Amerikanern, hm? Meine liebe, gute Mutter. Ah! Ach, du, drück doch nicht so, ich bin doch nicht aus dem Ketchup-Zelt. Schlecht rasiert bist du auch. Kratzt wie so ein Reibeisen. Alter Rumtreiber, du. Die ganzen letzten Jahre nicht einmal geschrien. Ja, Mutter, das... Aber Mutter, nun halt ihm das doch nicht noch lange vor. Was ist denn mit dir los, dass du deinem Bruder mal hilfst? Das war doch sonst keine Mode bei dir. Aber recht hast du, Mutter. Ich hätte schreiben sollen. Ja, wenn du zu faul zu gewesen bist, dann hättest du mir wenigstens ab und an mal ein Care-Paket schicken können. Als das hier bei uns nichts zu essen gab. Denn Mutter, wir dürfen doch wohl sagen, dass wir damals keine Not gelitten haben. Wir brauchten ja nicht mal unser Maisbrot mit Sirup zu essen. Aber man kann Kaffee nicht, ne? Und er wusste ganz genau, dass seine alte Mutter gern mal eine Tasse starken Bohnenkaffee trinken mochte. Alle Leute hier in der Nachbarschaft, die haben Kehrpaket gekriegt. Und ich habe immer kein Kehrpaket. Und ich habe kein Taschentuch. Danke. Bitte. Das ist ja dreckig.
aber da läuft sie wohl schon die ganze Woche mit rum, nicht? Was kommt, wenn keine Frau im Haus ist? Siehst du, Hein, das sagt dir unsere alte Mutter. Ja, warum soll ich das denn nicht sagen? Denkst du denn, ich bin schon tüdelig? Du, ich bin noch lange nicht tüdelig. Aber was ist denn nun mit dir? Bist du nun verheiratet oder bist du nicht verheiratet? Meine Frau ist leider im Frühjahr gestorben, Mutter. Oh, das kann einem ja leid tun. War sie auch eine deutsche Fritz? Nein, sie stammt aus Texas. Ihr Vater soll ein Portugiese gewesen sein und ihre Mutter stammt aus Mazedonien. Na, das... Das war dann ja wohl schon beinahe der halbe Völkerbund, ne? Kinder hast du nicht mit ihr? Aber das musst du mir alles mal ganz genau erzählen. Aber oben bei mir im Zimmer. Ja, warum denn nicht hier, Mutter? Warum nicht hier, fragt er. Weil man bei dir ja nicht zu Wort kommt. Mutter, keine drei Worte kann man bei ihnen reden. Also, der Pferde einen schon über den Schnabel. Gisela! Gisela! Wo steckt die Dea denn nun wieder? Augenblick, Mutter. Gisela, Oma ruft! Ja, Omi, was ist denn? Vergiss nicht, die Wurzeln zu schraben, hörst du? Oh, Omi, ich bin doch schon längst dabei. Und setz mir die Erbsen mit nicht zu viel Wasser auf. Na ja, das soll keine Suppe werden. Ja, der... Sag mal... Was ist das denn? Hein? Ja? Das riecht hier ja, als wenn unten gebacken wird. Oh Gott! Was du wohl riechst, bitte, Mutter? Bitte, da hörst du das. Nie lässt der sich was sagen. Immer muss da alles besser werden. Geh bloß auf, dass du mich vertüdelig hältst. Ja, nun geh doch zu. Ja. Wir wollen doch nach oben gehen. Ja, ja nun mal los. Oh Gott, zieh bloß raus. Als wenn unten gebacken wird, sagt sie. Ja. Ich muss dir was eingestehen. Wegen Onkel Fritz, meinst du? Wegen Onkel Fritz. Was ist Onkel Fritz eigentlich? Ja, der lebt davon, dass andere sterben. Der hat so einen kleinen Posten bei so einem Beerdigungsunternehmer. So was ist er. Und denn will er Mama heiraten? Was, er, deine Mutter? Er? Ja, deren, wie kommst du denn auf die Idee? Oh, das muss ich wohl geträumt haben. Denn würde Onkel Fritz ja mein Vater werden. Mein Vater, der, was redest du denn für Zeug, Vater? Ich meine natürlich bloß mein Stiefvater. Ja. Wer ist bloß dein Stiefvater, Gisela? Ah, Mama! Hallo, Selma! Ja, haben wir nichts für ungut, aber die Ladentür war nicht abgeschlossen. Oh, soll ich das vergessen haben, als Onkel Fritz kam? Was? Dein Bruder ist schon hier, Hein. Ja, sehr. Du, dann lass mich gleich wieder raus, Gisela. Ja, warum denn, Mama? Wenn der Mister aus Amerika hier ist, dann hab ich ja nichts zu suchen. Oh, Selma, der ist doch oben bei Mutter. Der lässt sich von ihr erstmal gehörig die Leviten lesen. Dich schickt mir aber sozusagen der liebe Gott. Das stimmt wohl nicht ganz, Hein, denn ich komme direkt vom Frühstück. Gisela, denk dran, dass du die Wurzeln schrapen sollst. Und die Erbsen mit nicht zu viel Wasser aufsetzen. Ja, ja. Du Mama, denk doch mal. Onkel Fritz ist in Amerika Leichenträger. Was? Weiter hat er das da drüben nicht gebracht. Selma, setz dich doch bitte. Ja, kann ich ja tun. Sollte aber dein Bruder runterkommen, dann mache ich, dass ich wegkomme. Den Mann will ich gar nicht erst wiedersehen. Ha, der ist doch oben bei Mutter, den lässt sie nicht so schnell wieder aus den Fingern. Du, aber Hein, sag mal, was war das eben, wie ich hier in die Tür kam? Wieso bloß die Vater? Hast du Gisela das nur eingestanden? Nee, dazu hatte ich gar keine Ursache. Aber Selma, nur mal ganz was anderes. Ich möchte nämlich gerne meinetwegen Gisela, dass sie nicht immer so hin und her gerissen wird. Und wieso wird Gisela denn hin und her gerissen, Hein? Ja, wie soll ich dir das sagen, Selma? Ich meine, wenn wir beide ihre Eltern, wenn wir wieder zusammenkommen. Wieder zusammenkommen? Ja. Also du meinst, dass wir noch mal wieder heiraten? Ja. Ja, wenn ich ehrlich und aufrichtig sein soll... Ehrlich und aufrichtig muss man in sowas immer sein. Ich wollte ja bloß damit sagen, dass ich ja deswegen hergekommen bin. Bist du das wirklich, Selma? Wollen wir das noch mal miteinander versuchen? Ja, natürlich in erster Linie wegen unserer Gisela. Ne? Dass die nicht immer so hin und her gerissen wird. Denn dass ich nun noch so verrückt nach dir bin, das musst du dir nicht einbilden. Oh, das kommt wohl noch, Selma, oder? Sowas hab ich gern!
warum bleibst du denn nicht bei deinen Erbsen und Wurzeln? Ja, Gisela, dein Vater und deine Mutter, du, wir beiden, wir sind uns wieder einig geworden. Wir heiraten ja wieder. Oh, Papa! Ja. Oh, und Mama! Ja. Ihr beiden wieder zusammen. Oh, was bin ich glücklich! Oh, lass doch das Heulen sein. Da, da kommt Oma schon die Treppe runter. Dann kommt dein Bruder sicher auch. Du, dann will ich lieber. Aber Selma, komm, du bleibst hier an meiner Seite. Ja. Also ich bleib dabei, hier wird heute gebacken. Omi, 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 Omi! Mama und Papa wollen wieder heiraten. Was sagst du? Wieder heiraten. Na, dann bedank dich mal bei deinem Onkel Fritz. Der musste ja ganz aus Amerika kommen, um deinen Vater mit der Nase drauf zu stoßen, was sich gehört. Sag mal, was hast du denn für einen Lippenstift? Wisch dir mal den Mund ab. Selma, willst du mir die Hand geben? Das kann ich ja tun. Ich wünsche euch beiden von ganzem Herzen Glück und Segen. Danke, Fritz. Das ist nett von dir, Fritz. Ja, ich denke, ich habe auch etwas dazu beigetragen und deshalb will ich jetzt gehen und unserem Herrgott dafür danken. Ja, das will ich. Mutter, Gisela, lass mich bitte raus. Ja, natürlich, Onkel Fritz. Fritz, wo willst du denn hin? In die Kirche will er. Das tut er jeden Sonntag. Ja, du, Oller Sünder, kommst ja nicht dazu. Der bezahlt immer die hohen Kirchensteuern, aber hingehen ist nicht, nicht? Na, Selma, was wird denn nun mit deinem Lokal? Oh, das wird's wohl verpachten, nicht, Selma? Da reden wir noch mal drüber, Hein. Oh, und deine schöne lütte Wohnung, Mama, mit Bad und Telefon. Ja, die ist denn für dich, Gisela? Oh, Mama! Aber Moment mal, wieso denn? Was braucht sie schon eine Wohnung? Oh, Papa. Papa, wäre das nicht schön, wenn am nächsten Mittwoch an Omis 80. Geburtstag und an deinem Geschäftsjubiläum nicht bloß ihr beiden Verlobung feiert, wenn auch ich und Detlef. Oh! Kommt die Idee mir wieder mit diesem Dübel vom Finanzamt? Die ich brauche doch einen Fachmann als Schwiegersohn. Den sollst du ja auch kriegen! Und was für ein! Wo muss das denn nur für euch aus dieser Krüppelin sein? Das gibt ja noch mehr Menschen, die Bäcker gelernt haben, so viel ich weiß nicht. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Der will schön den Kuchen. Der Fahnen, sag mal, was hat das alles zu bedeuten? Hat alles Herr Dübel gebacken, Meister. Ich hab bloß aufgepasst, dass er nicht zu doll mit Eiern und Butter aß. Ja. Sie wollen mir doch wohl nicht weismachen, Herr Dübel, dass Sie richtig Bäcker und Konditor gelernt haben. Und wenn ich das doch hab, Herr Hinzpeter? Hier ist ein Lehrbuch. Sag mal, was ist das? Bei Innungsmeister Morlock haben Sie gelernt? Ja. Bei Morlock, bei dem sein Vater, hast du doch auch gelernt. Ja, ja. Und wer hat im Prüfungsausschuss gesessen, als Herr Dübel sich für den großen Baumkuchen den ersten Preis geholt hat? Hein, sein Name ist getaut. Na, Hein, was sagst du nun? Da unten in der Ecke, Meister, die charaktervolle Handschrift mit dem Schisslerbank. Glaubst du vielleicht, ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr lesen? Den ersten Preis haben Sie nur mir zu verdanken. Ich war das, der darauf bestand, dass ihm der Baumkuchen zugeteilt wurde. Jawohl. Na, Hein, das sollte denn doch genügen, nicht? Und darum bitte ich Sie, Herr Hinzpeter, geben Sie mir Gisela zur Frau. Herr Dübel. Oh, Papa. Mama ist doch auch damit einverstanden. Ja, warum sollte ich wohl nicht? Ja, und damit ist die Sache erledigt. Mutter, das hat doch alles keinen Sinn. Sie, Herr Dübel, sind doch nur Beamter. Den Betriebsprüfer hänge ich doch an Nagel. Brotbacken ist wichtiger. Und wo er doch mit den Steuern so genau Bescheid weiß, Hein, da wird dir das nicht wieder passieren, zu viel zu bezahlen. Nee, Oma. Kind wird aus dem Saulus, nur Paulus, ne? Papa. Ja.
Sag doch ja. Ja, wenn das Mann so einfach wäre, was sollte mein Geselle Kröpelin von mir denken? Oh, wenn man vom Teufel schnackt. Ja. Da sind Sie nicht mit gemeint, Herr Dübel. Karl steht draußen. Was? Karl Kröpelin? Der wollte doch heute Abend erst wieder zurückkommen. Warum kommt er denn nun schon? Ja, das weiß ich doch auch nicht, Mutter. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Herr Kröpelin, was ist denn los? Macht ein Gesicht, als wenn ihm das ganze Brot im Ofen verbrannt wäre. Mäuse, seien Sie bloß nicht allzu böse über das, was ich Sie nun wissen lassen muss. Wegen dem Darlehen, meinen Sie, das tut nicht mehr nötig. Ja, nicht nur das. Ich kann mein Versprechen nur auch nicht länger halten. Denken Sie mal, als ich gestern bei meinem Hanningbruder ankam... War dafür Sie eine große Überraschung, hat mir Ihre Schwägerin schon am Telefon erzählt. Und was für eine. Denken Sie mal, mein Mariken Damerow, die ist nur auch über die Grenze gekommen und hat Zuflucht bei meinem Bruder genommen. Und die soll nun Mutter werden. Aha. Aha! Und wer, mein lieber Kröpelin, kommt denn als Vater in Frage? Doch wohl Sie, nicht, Herr Kröpelin? Mariken sagt ja. Ja? Dann müssen Sie Mariken auch heiraten, das sag ich. Ja, und unser Meister muss das wissen. Das ist ein Mann mit Charakter. Na, Hans-Peter, darf ich nicht nun schon Schwiegervater zu Ihnen sagen? Na ja, warum denn nicht? Wo ich doch nur zu wissen gekriegt habe, dass du so ein richtiger Bäcker und Kontierer bist. Was heißt denn nu? Was heißt denn nu? Wenn du einmal nicht immer über den Schnabel fahren würdest, dann hättest du das schon längst gewusst. Hätten die Leute eine Stunde früher nach Hause gehen können. Wer denn? Ich meine... Oder was denn für Leute? Was für Leute? Na, die doch vorm Bildschirm. Haben die alles mitgekriegt, was hier bei uns los war? Ja, denkst du denn, die sind alle tüdelig? Dass wir beide wieder heiraten. Ja, und auch, dass du zu viel Steuern bezahlt hast, Schwiegervater. Das auch sogar? Nee, was für eine Blamage. Sowas hab ich gern.